So, ja, wir sind hier am Lausitzring, DTM-Testfahrten, aber auch W-Series-Testfahrten. Ich habe hier die Naomi Schiff und wir müssen mal ein bisschen über die neue Rennserie quatschen. Also Naomi, es gibt eine Formel-Rennserie ausschließlich für Frauen. Wie bist du da rangekommen? Wie kam das zustande? Ich habe eigentlich von vielen von meinen Freunden Texts bekommen und die haben gesagt, hast du von W-Serie gehört, hast du von W-Serie gehört? Und ich habe gemeint, was ist das überhaupt? Habe in die Internet geschaut und das war eigentlich nicht so realistisch. Ich habe gemeint, okay, ja, okay, ich schaue da rein, aber es gibt wahrscheinlich später nicht. Aber ja, wir sind jetzt hier. Das ist wie ein Traum eigentlich, weil es ist so eine Riesen-Opportunität für uns. Wir mussten kein Geld bringen, wir dürfen mit Formel 3 Autos fahren und es gibt auch am Schluss viel Preisgeld. Also ja, wir kämpfen hier mit dem höchsten Niveau von Frauen im Motorsport und ja, Wahnsinn. Jetzt hast du diesen Ausfallprozess, hast du geschafft, du musstest Testfahrten bestreiten, du hast mit Trainings gemacht. Genau. Wie war denn das Gefühl, als du eben die Zusage bekommen hast, hier fahren zu dürfen, als eine von nur 18 Frauen? Ich habe es eigentlich nicht geglaubt. Also natürlich habe ich gehofft, dass ich das schaffe. Aber ja, das Prozess war eigentlich sehr schwierig. Die Niveau von den Frauen war sehr stark. Und ja, ich bin sehr trotz, um hier zu sein eigentlich. Jetzt kennen wir dich vom letzten Jahr, 24 Stunden Nürburgring bist du schon gefahren. Ja. Aber Formelerfahrung hast du, glaube ich, noch nicht so richtig. Wie ist das für dich, ein Formelauto zu fahren? Also wirklich ganz anders. Ich habe schon ein paar Rennen mit dem Formelauto in der Vergangenheit gemacht. Aber bis auf jetzt, die letzte Mal, dass ich ein Formelauto gesessen habe, war vor 6 Jahren. Also für mich ist das jetzt wirklich wieder, ich muss einen Schritt machen nach vorne. Und die anderen Mädels haben schon mehr Erfahrung mit solchen Autos. Und ja, also ich arbeite dran, sehr stark und sehr hart. Und hoffentlich bis Hockenheim klingt das ein bisschen besser. Es gibt insgesamt wahnsinnige 1,5 Millionen Preisgeld und ihr könnt auch kostenlos fahren. Das ist natürlich der Hammer heute in der Zeit. Was würdest du denn mit der Kohle machen? Für die Gewinner gibt es, glaube ich, 500.000 oder sowas in der Art. Ich will eigentlich erst sehen, wie das ganze Jahr läuft. Und dann später im Jahr kann ich dann besser sagen, in welche Richtung ich gehen will. Aber das Geld ist für uns und wir können, was wir wollen, damit machen. Aber natürlich in die Richtung Motorsport, ja. Es gibt natürlich aus der Männerwelt auch eine Menge Kritik an einer Rennserie, die nur für Frauen ist. Wie reagierst du darauf? Ich verstehe es auch, weil Rennsport ist nicht einfach für Frauen, aber auch nicht für Männer. Und ja, was kann ich sagen? Manche Opportunitäten kommen für Männer und kommen nicht für uns. Also das ist ja plus minus hier und da. Kann ich nicht viel dazu sagen. Wie wird es denn sein, wenn du im Rahmen der DTM fährst? Das ist ja doch eine relativ große Kulisse. Ja, also es ist super, dass wir mit der DTM zusammen sind, von den Fans auch. Es gibt immer viele Leute und das ist auch sehr gut für unsere Sponsors. Und ja, ich habe Ziele auf DTM später, also ich bin sehr, sehr froh, da zu sein. Das Fahrerfeld ist relativ divers. Es gibt einige Fahrerinnen, die haben nicht so viel Erfahrung. Ein paar, wie die Beitz-Gewisser zum Beispiel, sind schon auf hohem Niveau Formel gefahren. Wie würdest du das Fahrerfeld so einschätzen? Mich selbst oder generell? Generell das ganze Starterfeld. Ja, sehr, sehr, sehr stark. Also die Zeiten heute waren eigentlich sehr, sehr gleich und sehr eng. Also das erste Rennen wird natürlich sehr spannend, aber es ist gut. Ich bin sehr froh, dass wir Frauen wie Beitzke und Schertwig hier haben, weil wir haben dann ein hohes Niveau, uns zu vergleichen und wir können auch von ihnen viel, viel lernen. In den sozialen Netzwerken bist du auch unterwegs, auf Instagram. Folgt der Naomi hier, @Naomi Schiff? Ja, alles Naomi Schiff, auf Twitter Naomi Racing und ja. Ich habe das ein bisschen verfolgt, da gab es ja schon ein paar so etwas böse Kommentare auch von Jungs teilweise, aber auch sehr viele positive halt eben. Wie gehst du denn damit um, so in der Öffentlichkeit dann wieder zu stehen, gerade mit dieser W-Series? Du kannst solche Sachen nicht im Kopf nehmen, weil gibt es immer negative Kommentare und wir sind hier und wir sind sehr froh, da zu sein und wir können das nur positiv für uns selbst nehmen. Das Rennauto hat 270 PS, ist ein Formel 3, ein sehr schnelles Rennauto. Was glaubst du, was für dich die größten Herausforderungen da so sein werden? Ich habe die letzten paar Jahre mit ABS gefahren und Traktionskontrolle und solche Fahrerhilfe. Und ja, jetzt wieder zurückzusteigen, das wird ein Switch, das ich jetzt machen muss. Und ja, Geschwindigkeit, Downforce, solche Sachen. Böse Stimmen sagen, dass auch die Optik bei euch Mädels eine Rolle spielt. Ich denke, das muss man einfach mal auch ansprechen. Wie reagierst du darauf? Ich meine, hast auch schon gemodelt, wenn ich es richtig im Kopf habe irgendwo. Wenn nicht, dann herzlichen Glückwunsch. Danke, ja. Wie reagierst du auf diese Aussagen? Ich finde, das stimmt eigentlich nicht, weil wir haben sehr viel Tests gemacht und das Hauptpunkt war die Speed. Also wir haben schon gezeigt, was wir machen können und das liegt nicht auf, wie wir ausschauen.
es gibt ja auch ein paar Stimmen, die sagen, okay, die W-Series ist cool, ist eine schöne Serie, aber wie geht es danach weiter halt eben? Weißt du, wird es dann eine neue W-Series geben oder wie sieht die Zukunft der Serie aus und auch für dich, hast du denn schon Pläne? DTM hast du schon angesprochen. Also W-Serie geht natürlich weiter und ein paar von den Frauen dürfen nächstes Jahr wieder teilnehmen. Das hoffe ich, ist mein Plan eigentlich für nächstes Jahr, weil ich weiß, dass dieses Jahr ich will gewinnen natürlich, aber ich weiß, dass ich noch einen Schritt machen muss und ich will dieses Jahr nutzen, um viel zu lernen und dann wirklich bereit sein für nächstes Jahr. Und ja, also drückt die Daumen, hoffentlich bin ich nächstes Jahr wieder dabei. Ja, Naomi, dann drückt ihr die Daumen und wir sind gespannt auf die Rennen. Ja. Dir viel Erfolg, Dankeschön. Vielen Dank.